So, Felix, jetzt nochmal offiziell. Hier, herzlich willkommen im Podcast. Ich finde es mega, dass du dir Zeit genommen hast und vielleicht gleich vorneweg für alle, die jetzt hier zuhören. Aufmerksam geworden bin ich durch einen Artikel in der Gründerszene, April war das, glaube ich, also taufrisch, wie dieser 17-Jährige darauf hinarbeitet, Krebs zu heilen. Darauf kommen wir dann am Ende des Podcasts. Davor würde mich natürlich unbedingt deine Geschichte interessieren. Und deswegen würde ich sagen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich als Privatperson und was genau du so beruflich machst. Wenn aus smart, genial wird. Wenn aus vertrauensvoller Kooperation eine Allianz wird. Dann kommt zusammen, was zusammengehört. Entdecke den Digital Leader in dir und übernimm die Führung deiner digitalen Businesswelt. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller. Jetzt erst einmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf. vielleicht eine kleine Overview, so eine kleine Roadmap, was ist schon so passiert. Meine Biografie ist noch nicht so lang, ist ein Vorteil. Felix Kleres, 17 Jahre jung, wohne in der Nähe von Frankfurt, habe mit 9, 10 ungefähr so, ja, mich immer mehr mit dem Thema Programmierung, CAD, also diese ganze 3D-Geschichte beschäftigt, also additive Fertigung, 3D-Scan, die ganze Konstruktionsthematik, also einiges. Und bin im Haushalt als Modellbauer sozusagen aufgewachsen. Also ich sag mal, den Zweitakter auseinanderzunehmen oder sowas, das war dann schon mit 6, 7 drin. Deswegen immer schon diese relative, war schon immer recht technikaffin, würde ich sagen. Und ja, auf Basis dessen, was macht man so als Jugendlicher? Natürlich eine Firma gründen. Aus dem Hobby des Modellbaus ist dann das erste Geschäft entstanden. Mithilfe von 3D-Druck, also additiver Fertigung, haben wir dann Teile für den ambitionierten Modellbauer hergestellt. Das zuerst mal sozusagen unterm Radar als kleiner Market Research und dann die Entscheidung getroffen, das wirklich professionell aufzuziehen und zu kommerzialisieren. Und dann war ich ein Jahr vor Gericht, um meine uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit zu beantragen. Habe mit 14 dann gewonnen und konnte dann ein Gewerbe gründen. Am 1. April 2019 war das. Ja, und auf Basis dessen dann natürlich eine wirklich rapide Lernkurve gehabt. Also ich sag mal, das erste Gespräch mit einem Kunden war so, ja, Herr Kleres, könnten Sie mir ein Angebot schicken? Und dann habe ich ganz verdutzt über den Tisch geschaut und so, ja, was ist ein Angebot? Also das Learning war schon ganz lustig. Und das 2 Jahre dann wirklich aufgebaut, vom 14. bis zum 16. Lebensjahr und dann aufgehört mit einem internationalen Produktionsnetzwerk von 25 Partnern. Wir haben relativ viel in China auch produziert. Hatten 16 Verfahren, also waren recht breit aufgestellt. Und die 2 größten Projekte vielleicht war eine in der Baubranche, in Köln ein Projekt und das andere war im Automotive-Bereich und habe da im Endeffekt ein Projekt koordiniert, beziehungsweise in Produktion, auch in China, über einen Partner von uns. Also ja, konnte ich einige Erfahrungen da schon sammeln und auf Basis, sage ich mal, dieses Erfolges, beziehungsweise dieser Erfahrung, die ich da sammeln durfte, war dann natürlich der Entschluss gefasst, okay, nächster Schritt. Der nächste Schritt war natürlich die Gründung einer Kapitalgesellschaft, also einer GmbH. Bin wieder vor Gericht gegangen, weil ich ja immer noch minderjährig war. Hat dieses Mal sogar noch länger gedauert, also ein Jahr und knapp 2, 3 Monate. Und hatte dann die Erlaubnis, eine Kapitalgesellschaft zu gründen. Bin jetzt bis zu meinem 18. Lebensjahr Prokurist und 100%iger Inhaber. Wenn ich dann 18 bin, werde ich auch noch offizieller Geschäftsführer. Und mit der GmbH tun wir uns eigentlich insbesondere in der Softwarebranche oder auf die Softwarebranche spezialisieren, noch konkreter in der Baubranche, Prop und Contact, also Digitalisierung der Baubranche. Und haben da 2021 mit einem kleinen MVP gestartet und sind jetzt mitten in der Finanzierungsrunde und danach werden wir dann mit einer wirklichen Plattform-Softwarelösung starten. Vielleicht ist das als kleiner grober Overview von der unternehmerischen Roadmap, was schon so passiert ist. Felix, warum dauert dein Intro länger als so bei so vielen anderen Gästen in diesem Podcast, obwohl du erst 17 bist?
Ich erzähle Was so hast gerne. Du da alles erlebt? Das ist ja der Wahnsinn. Vor allen Dingen, wenn man über dich ein bisschen recherchiert, und das habe ich natürlich auch getan, dann sieht man, dass du das ja auch alles selber machst. Ja, also du rennst da mit der Kamera rum, du beschäftigst dich mit 3D-Druck und wann machst du das? Oder wann hast du angefangen? Das ist ja der Wahnsinn. Ich hab den Witz mal gemacht, ich schlafe nicht. Ist leider manchmal kein Witz, manchmal ist es leider die blanke Realität. Also ich sag mal, von nichts kommt nichts, ne? Ein klassischer alter Spruch, aber leider passt er da sehr gut. Man muss natürlich, ich sag, ich gehe noch zur Schule, ich mache in ein Jahr Abitur, also 2023, voraussichtlich, ne? Fingers crossed. Das schaffst du schon. Ja, und ja. Was weiß ich, ich bin ein sehr, sehr wissbegieriger Mensch. Also ich freue mich immer, mit tollen Menschen Gespräche führen zu dürfen, wie heute. Deswegen haben wir auch parallel zur Firmengründung, zur GmbH-Gründung einen Beirat gegründet, also wirklich viele Informationen bzw. Quellen sozusagen zu inkludieren. Und auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, Zeitmanagement ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Ich glaube, man kann deutlich mehr schaffen, als man eigentlich denkt. Also merke ich eigentlich täglich. Ich habe einen Schnitt von 8 bis 14, 15, 16 Uhr Schule. Also zieht sich das bei mir meistens so ein bisschen in die Nacht rein. Und die Optimierung von Prozessen ist so ein wichtiger, also ein wirklich integraler Bestandteil. Ich arbeite seit dem ersten Tag eigentlich nach Kaizen. In Deutschland ist es besser bekannt als KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Geht es im Endeffekt darum, jeden Bereich der Company oder des Startups sich anzuschauen und kontinuierlich zu verbessern, besonders mit den Parametern effizient und dass es effizienter wird. Und seitdem ich so arbeite, kann ich meine Zeit natürlich deutlich noch besser nutzen, weil ich halt nicht, was weiß ich, 3 Stunden in einem Meeting hänge, weil es keine gute Agenda gibt und keine gute Vor- und Nachbereitung oder keine Top-Down-Kommunikation, dass man wirklich schnell und effektiv miteinander kommuniziert. Das sind vielleicht alles so ganz kleine Punkte, aber wenn die zusammenkommen, läppern die sich und schlussendlich ermöglicht es mir dann, dass ich da im Endeffekt so viel machen kann, weil neben der eigentlichen Company, also der GmbH, organisieren wir parallel dieses Jahr noch eine Spendengala. Wir wollen 5 Schulen bauen in Afrika und Asien. Mit einem Finanzierungsziel von 261.000 Euro konzipieren da jetzt eine Spendengala für den 16.09. in Frankfurt. Und deswegen, Zeit muss effektiv benutzt werden. Und schlussendlich führt leider kein Weg dran vorbei, dass man auch viel arbeiten muss. Also ich habe locker einen 16-, 18-Stunden-Tag. Das ist bei mir ganz normal. Aber wenn man liebt, was man macht, kann man das auch mal eine Zeit lang über sich ergehen lassen. Ja, stark. Also ich komme gar nicht mit Mitschreiben mit. Aber wir haben viele Parallelen. Und das war unter anderem auch ein Grund, dich hier einzuladen. Also einmal das ganze Thema Digitalisierung und auch die Verständnisfrage um diesen Begriff auf der einen Seite. Ja. Das ganze Thema Schulen bauen. Ich habe vor vielen Jahren mit einem großen Unternehmen in Nepal Schulen gebaut. Also auch das Thema Bildung als wirklich einen Impact zu verstehen, jetzt Unternehmer auch zu befähigen, das ganze digitale Teufelszeug zu verstehen. Ja. Und jetzt muss ich meine Kamera hier wieder anmachen. Wir sind ja parallel bei Riverside unterwegs. Was mich noch interessieren würde, wie vielleicht auch für alle jungen Leute, die jetzt hier zuhören, wie funktioniert das vor Gericht? Du sagst, du bist Jahre vor Gericht, um was zu verhandeln? Also deine Möglichkeit, das Unternehmen selbst zu führen? So, du warst kurz weg. Ich glaube, deine Frage war, wie das ist, das Unternehmen selbst zu führen, richtig? Ja, wir machen die Kameras am besten aus. Die Internetleitung ist nicht so stabil in Deutschland. Okay, ich mach meine Oma auf. Das ist mein Running Gag übrigens. wie ist es, so eine Company zu führen? Es ist, ich sag mal, ein ziemlich heterogenes Anforderungsprofil. Also besonders, wenn man ein Solo-Founder ist, muss man sich im Endeffekt um alles kümmern. Man kann natürlich gewisse Themen nicht einfach wegschieben, weil man sie nicht mag oder nicht machen möchte. Ich habe man grundsätzlich so seine Präferenzen, aber wie gesagt, aber Felix, wenn man so jung ist wie du, ja, und du, meine Frage war, die hast du wahrscheinlich jetzt nicht gehört durch unseren Break, wie funktioniert das, dass du vor Gericht erscheinen musst und Jahre kämpfen musst, darum das Unternehmen selbst zu führen? Das war dir ja offenbar wichtig. Ah, das war die Frage. Wie funktioniert das für alle Gründer, die so jung sind wie du?
Ja, also grundsätzlich, wenn man als unter 18-Jähriger in Deutschland eine Firma gründen möchte, unabhängig davon, ob es jetzt ein Gewerbe ist, eine Unternehmensgesellschaft, eine GmbH, Aktiengesellschaft etc., gibt es ein paar Schritte, die man immer machen muss. Also um unter 18 gründen zu können, braucht man eine uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit. Beispielsweise jetzt beim Gewerbe bzw. Einzelunternehmen läuft es dann wie folgt ab. Man geht ans Vormundschaftsgericht bzw. Familiengericht, tut da einen Antrag einfach stellen auf, also eine Beantragung auf uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit. Man braucht auch den Support seiner Eltern. Also diese müssen das bewilligen und es gibt noch momentan noch keinen standardisierten Prozess. Wir arbeiten gerade mit der FDP daran, dass es einen standardisierten Prozess geben wird. Bei mir war es so, ich musste dann einen Businessplan einreichen, einen Finanzplan und dann gab es noch einen persönlichen Termin mit dem Rechtspfleger vor Ort und ja, schlussendlich habe ich dann die Erlaubnis bekommen. Bei der Kapitalgesellschaft, also beim zweiten Prozess, war es ein bisschen komplizierter. Da war dann noch die Industrie- und Handelskammer involviert, die dann nochmal einen detaillierten Blick, sage ich mal, auf den Business-, Finanz- und Liquiditätsplan geworfen hat. Aber das sind eigentlich immer die grundsätzlichen Steps. Also Amtsgericht bzw. Vormundschaftsgericht gehen, Antrag stellen auf uneingeschränkte Geschäftsfähigkeit und dann wird man Post bekommen. Da steht dann sozusagen wiederum das Anforderungsprofil drin, also was man dann genau dort schicken muss. Ja. Bescheiden wie du bist, hast du natürlich vorhin nicht aufgezählt, dass du der jüngste Gründer 2020 warst, beziehungsweise dafür ausgezeichnet wurdest. Also nur um mal die Tragweite klar zu machen. Warum hat dich letztendlich, wir hatten es im Vorgespräch schon ganz kurz besprechen können, so die Immobilienbranche gefesselt? Du hättest ja auch durchaus Automobilbranche machen können oder was anderes. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Warum die Baubranche? Ich persönlich sehe in der Baubranche ein unglaubliches Potenzial. Ich muss jetzt das Passwort Digitalisierung verwenden, sorry dafür. Können wir gleich gerne nochmal im Detail eingehen. Aber die ganze Thematik Prop und Context, also Property Technology und Construction Technology, im Endeffekt Digitalisierung der Baubranche, ist unglaublich facettenreich. Und besonders in dieser Branche sind viele Unternehmen noch sehr, sehr konservativ drauf, besonders in der Fertighausindustrie. Und das größte Problem ist, es gibt einfach keine Anbieter, die sich auf diesen Markt spezialisiert haben und die wirklichen Needs kennen und auf der anderen Seite zentrale Lösungen bieten. Meistens sind dezentrale Lösungen, die dann für 10 andere Use Cases noch eingesetzt werden, aber wirklich nicht harmonisch laufen. Und das war dann, würde ich sagen, einer der größten Gründe, das gigantische Potenzial hinten dran. Und auf der anderen Seite, dass man wirklich mit seinem Startup beziehungsweise mit seiner Company dort was bewegen kann und nicht nur in der Effizienzsteigerung, dass ein Unternehmen, was weiß ich, 20-30% an Kosten einspart und auch die Endkunden, also die Familie Meier beispielsweise, die ein Fertighaus kaufen möchte, dass die auch Geld sparen, sondern auf der anderen Seite, dass sehr, sehr relevante und wichtige Themen, wie beispielsweise ESG, also die ganze Thematik der Nachhaltigkeit, sowie aber auch der Einsparung von CO2-Emissionen, dass das zentral über eine Lösung laufen kann. Also ich würde sagen, es ist so eine Kombination. Die Branche ist sehr, sehr facettenreich und genau das gefällt mir so sehr daran. Also im Grunde eigentlich ja das Betriebssystem der Baubranche entwickelt. Ja, also in allen möglichen Skalierungsformen, Varianten und Ausprägungen. Kannst du uns mal ganz kurz beschreiben, nur damit unsere Hörer das vorstellen können, was ihr da genau entwickelt habt? Oder du? Vielleicht ganz kurz von der Storyline, dass man versteht, wo wir sozusagen gestartet sind. Wir sind 2021 mit einer kleinen Demo gestartet, mit einem MVP und das hieß Architecture, der Gebäudesimulator für die Fertighausbranche. Da war im Endeffekt die Idee, dass die Fertighausfirma XYZ ihre Fertighäuser an ihre Kunden einfach präsentieren kann oder in die Hand geben kann. Sozusagen der Musterhauspark kommt zum Kunden und der andere große Punkt war die Hardware-Komponente. Virtual Reality hat zwar sehr viel Potenzial, aber man braucht halt zusätzliche Hardware dafür. Aber was ich jetzt mal frech behaupte, was fast jeder hat, ist heutzutage ein Handy oder ein Tablet. Deswegen haben wir überlegt, okay, wir benutzen Augmented Reality. Und schlussendlich, was kann der MVP? Die Familie Meier, die an einem Fertighaus interessiert sind, die können sich ein Fertighaus ein 1:1, aber auch als Miniaturmodell vor sich stellen, dann mit dem Handy oder Tablet da durchlaufen, es konfigurieren und so schlussendlich wirklich einen Eindruck davon bekommen, wie die Immobilie später aussehen würde, diese kaufen. Das war so ein bisschen der Startpunkt und auch bis heute eine zentrale Funktion. Vielleicht ganz kurz,
Ganz kurz, Felix, da muss ich kurz reingrätschen und Erfahrung aus der Praxis. Ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt, und das wissen die Hörer auch, dass wir gerade bauen, ja, also ein Wohnhaus und so eine kleine Tiny-Siedlung. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, also die, was ich wirklich als eine Innovation werte, dauert bei uns ungefähr schon seit anderthalb Jahren. Also anderthalb Jahre war der Prozess des, wer ist mein Haushersteller, ja, welches Haus, welcher Grundriss, wie sieht das aus, wie muss ich mir das vorstellen? Also diese ganze Sales-Prozess im Grunde, anderthalb Jahre. Und ich bin ein Freund von schnellen Entscheidungen, ja. Aber anderthalb Jahre hat mich echt gefordert, muss ich sagen. Sorry, kurzer Einwurf. Nein, nein, danke dafür. Im Endeffekt geht es genau darum, dass die Software auch einen Sinn macht für die Branche. Total. Und nicht nur ein i-Tüpfelchen ist. Ja, also wie gesagt, wir haben dann MVP gelauncht, 2021, Januar, und haben dann ein Jahr Market Research betrieben. Was heißt das? Wir haben uns mit Branchenexperten unterhalten, mit Fertighausfirmen, mit Projektentwicklern, Bauträgern und so weiter, um einen wirklichen Eindruck von der Branche zu bekommen und auch auf der anderen Seite, wie man diese Software dann wirklich weiterentwickeln kann. Und ja, nach einem Jahr des Market Research sind wir im Endeffekt darauf gekommen, dass diese Gebäudesimulationssoftware eine weitere Insellösung wäre, eine weitere dezentrale Lösung. Wir würden der Fertighausfirma eine tolle Möglichkeit geben, ihren Kunden per App Häuser zu sharen, aber beispielsweise alle Informationen, alle Daten, die da in diesem Prozess generiert werden, würden verloren gehen. Oder die Kommunikation zum Kunde würde ja nicht funktionieren. Wir haben da ja keinen eingebauten Chat. Oder das Scheduling, also das Termine festlegen, wäre da auch nicht drin. Oder die Ablage von zentralen Dokumenten und so weiter und so fort. Also alles, was im Endeffekt zum Vertriebszyklus dazugehört. Und ja, somit haben wir die ganze Software jetzt umgewandelt in eine Multi-Tenant-Cloud-Solution, womit im Endeffekt möglich wird, dass sich eine Fertighausfirma individuell ihre Software zusammenstellen kann, also welche Arten von Funktionalitäten die haben möchten und so schlussendlich eine zentrale Lösung für den Vertrieb haben und immer noch die Möglichkeit haben, auch andere Tools per API zu verknüpfen. Also es geht wirklich darum, Zentralisierung, Simplifizierung des Vertriebszyklus der Fertighausbranche. Und ja, damit werden wir jetzt im Q3 sehr wahrscheinlich nach unserer Finanzierungsrunde launchen und haben aber für 2023 schon ganz große Ziele und ganz große Ambitionen, welche weiteren Funktionalitäten wir dann implementieren werden. Ja, wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen, also das ist ja, was du gerade beschreibst, ein Quantensprung für diese Branche. Ja, und man beobachtet das ja immer wieder, vor allen Dingen auch in anderen Ländern, gehen die Länder ja oft nicht den Weg, den Industriestaaten schon vorher gegangen sind. Ja, also die fangen jetzt nicht an, Steinkohle abzubauen und dann in Öl, in Gas zu machen, sondern die gehen gleich auf erneuerbare Energien. Glaubst du, dass das in Deutschland gut angenommen wird, beziehungsweise wie die Branche darauf reagieren wird? Ich glaube, die Endkunden sind super happy. Also ich wäre so begeistert gewesen, wenn ich das in den Händen gehalten hätte, was du gerade beschrieben hast. Vielen Dank dafür. Freut uns immer, wenn wir so ein Feedback bekommen. Sehr cool. Also die Fertighausbranche, vielleicht das dazu noch, das hört sich jetzt so nach einem Produkt an, aber es ist wie gesagt unglaublich facettenreich. Also es lässt sich einmal in, sag ich mal, die klassische Bauweise noch unterteilen. Da gibt es Tiny-Häuser, Mini-Häuser, Containerhäuser und so weiter. Das zählt alles zum standardisierten Bau. Und wir haben jetzt knapp 20 Firmen schon für die Closed Beta gewinnen können. Also kurz dazu, die Closed Beta gibt es noch nicht, aber diese werden es dann nutzen und testen. Darunter auch einige sehr große, namhafte Fertighausfirmen hier aus Deutschland. Und ehrlich gesagt, die Gespräche waren doch recht tricky, recht komplex. Aber glaube ich sofort. Wir werden dieses Jahr schon zwei internationale Pilotprojekte umsetzen. Einen in Asien, in Tokio, in Japan. Und ein Projekt in Amerika. Man muss dazu sagen, der amerikanische Fertighausmarkt ist ungefähr Faktor 10, also 3,3 Milliarden Total Addressable Market in Deutschland, 26 in Amerika.
Und das amerikanische Käuferprofil ist ganz anders. Die bei einer Fertighausfirma, beziehungsweise bei einem Fertighaus war ja eigentlich mal die Grundsatzidee, ein standardisiertes Haus, was günstiger zu bauen ist oder kosteneffizienter umzusetzen ist. Und in Amerika haben die wirklich das wörtlich genommen. Also da gibt es Firmen, die bieten dir 10 Häuser an und die sind dann wirklich standardisiert. Da tust du nichts mehr dran konfigurieren, die werden dann genau so gebaut, was natürlich für unsere Software auch sehr, sehr interessant ist. Also ich finde es toll, dass der Markt besonders international schon stark etabliert ist und auch auf gewissen standardisierten Schnittstellen und Prozessen steht. Also ich sag mal, wir müssen unsere Softwarelösung nicht stark adaptieren. Ich bin sehr gespannt auf die Pilotprojekte. In Deutschland, das ist definitiv eine Challenge, zuerst mal dieses ganze Thema zu sensibilisieren. Ja. Aber wenn dann als Beispiel eine Fertighausfirma wirklich den Mehrwert da drin sieht und besonders diesen Gedanken versteht, aha, keine Insellösungen, eine zentrale Lösung, mit der ich wirklich einen Mehrwert schaffe und auch langfristig, also perspektivisch, die Sache in einer engen Kooperation weiterentwickeln kann, werden wir hoffentlich da auch noch mehr Kunden auch in Deutschland oder im Dachraum für uns gewinnen können. Ja, also ich glaube, die Hausbaufirma, die das entdeckt und als erstes loslegt, die kann man eigentlich nur beglückwünschen, weil, und das ist interessant, dass du den amerikanischen Vergleich ziehst, eine ähnliche Situation haben wir ja in Deutschland, in der Automobilindustrie. Versuch mal bitte, ein Mercedes zu konfigurieren oder ein Audi oder ein BMW, irgendein deutsches Fabrikat, über deren Website. Da suchst du dir dann irgendein Special aus und dann erklärt dir die Software, dass dafür irgendwas anderes rausfliegt und du weißt am Ende gar nicht, was habe ich denn jetzt an Ausstattung. Und dann hatte ich das Mega-Erlebnis, als ich meinen Tesla zusammengeklickt habe. Ich glaube, ich war in einer Minute 30 Sekunden vielleicht fertig und konnte den sofort online bestellen und das Thema war durch. Ja. Ja. Also ich glaube, dass... Das ist toll, dass du das ansprichst, also dieser Autokonfigurator, dieser Vergleich, weil genau das ist eine Inspirationsquelle für unsere Software gewesen. Also wirklich einfach, intuitiv und dass es Spaß macht, das Haus zu kaufen. Also keinen weiteren Stressfaktor, weil man einfach den Umfang überhaupt nicht überschauen kann, sondern dass es wirklich für den Endkunden ein ganz neues Erlebnis ist. Und dazu gehört halt nicht nur die Visualisierung, dass ich sehe, aha, das Haus sieht so aus, ich habe die Tür, sondern es geht darum, den ganzen Zyklus abzudecken. Und das ist auch deswegen, warum wir in ein Jahr Market Research gemacht haben, um genau das zu verstehen. Ja, und übrigens ein großer Faktor im Sales-Prozess bei uns war die erschlagenden Varianten, die du zur Verfügung hast. Ja, also der, weiß nicht, kennst du noch einen Quelle-Katalog? Kennt wahrscheinlich kein Mensch mehr. so ein Versandhaus-Katalog, ich weiß nicht wie viele tausend Seiten auf super dünnem Papier. Ah, doch, das kenne ich noch. Kennst du noch, ja. Okay. Ja, und so musst du dir vorstellen, kriegst du dann eine Broschüre, ja. Und dann ist ja heute die Stimmung so, morgen ist die wieder ganz anders. Das heißt, du hast eine brutal erschlagende Auswahl an Materialien, an Farben, an Zuschnitten des Grundrisses und so weiter. Ich sehe da einfach auch eine Riesenchance für Hausbaufirmen, ihr eigenes Geschäftsmodell mal zu hinterfragen und zu sagen, braucht's das? Absolut. Also ich kann da nur zustimmen. Besonders, was wir 2023, also ein bisschen perspektivisch mit der Software geplant haben, wirklich die eine Abdeckung von ESG und das geht weit darüber hinaus, dass ich mir irgendwelche schönen Logos auf die Webseite hau oder ein CO2-Zertifikat für das Haus bekomme. Mhm. Es geht wirklich darum, auch perspektivisch langfristig planen zu können und das sehr, sehr einfach und zentral im Endkunden verfügbar zu machen. Und das ist zum Beispiel eine große Thematik für 2023 bei uns, sowie dann auch die perspektivische Weiterentwicklung. Es geht bei uns wirklich darum, mit einer sehr, sehr fokussierten Lösung zu starten, aber auch innerhalb von 1-2 Jahren stark auf Diversifikation zu gehen. Vielleicht ein bisschen von der Company-Strategie, dass man das versteht. Ja. Also ich finde es mega. Du erlebst mich völlig begeistert, weil du viele Schmerzpunkte bei mir gerade drückst, weil ich halt mitten in diesem Prozess bin. Ja. Mhm. Und was ich auch sehr schön fand in unserem Vorgespräch, wir haben es da noch nicht wirklich ausführen können, aber vielleicht können wir da jetzt noch ein paar Sätze drauf verwenden, ist natürlich auch die Perspektive des Kunden. Auf der einen Seite gibt es natürlich eine Nachfrage, gerade auch von jüngeren Generationen, die gern bauen möchten. Und sagen, ich möchte natürlich das Thema Nachhaltigkeit nicht außer Acht lassen, ja, das zum einen. Und zum anderen
Die Preise sind so exorbitant gestiegen, natürlich auch bedingt jetzt durch den Krieg in der Ukraine. Die ganzen Rohstoffe und Knappheiten, ja, sind ein Riesenthema. Also ich habe am Anfang gedacht, als wir gebaut haben, als es dann mal endlich losging, ja, das wäre so ein Marketing-Gag von den Gewerken, die dann immer gesagt haben, sie müssen sich bis morgen entscheiden, weil nächste Woche gibt es eine Preiserhöhung. Ja, also Preiserhöhung ist so ein Reizwort gerade bei mir. Ja, das ist und, ein super und Problem. Ganz kurz noch den Einsatz, weil der ist extrem wichtig. Was ich mega cool finde, ist, dass ja durch eure Lösung Familien zum Beispiel wieder eine Chance kriegen, tatsächlich zu bauen, weil unter Umständen der gesamte Prozess verkürzt, vereinfacht und damit kostengünstiger wird. Richtig, richtig. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also es geht wirklich auch darum, Transparenz zu schaffen. Und das nicht nur, weil das unterschätzt man halt. Ich sag mal, auf der einen Seite die Immobilie, also das Grundstück zu kaufen, Immobilie zu kaufen, das hört sich immer so einfach an, weil ich das jetzt in zwei, sag ich mal, Bullet Points nennen kann. Aber nur mal einen kleinen Einblick. Du hattest jetzt Sustainability, also ESG angesprochen, aber auch das Thema Mobilität, Heizung, laufende Kosten, Versicherungen und so weiter und so fort. Das überblickt man zu Beginn gar nicht, weil man überhaupt nicht weiß, was kostet mich denn das Haus, wenn ich das jetzt auf das Grundstück stelle, monatlich. Und wann muss ich zum Beispiel mal renovieren? Oder was passiert, wenn das Haus abgerissen wird? Das sind alles so Themen, die heutzutage sehr, sehr intransparent für Endkunden sind, beziehungsweise noch gar nicht angedacht sind. Und genau das möchten wir machen. Also wirklich einen großen Live-Datenknoten, der dem Endkunden in jedem Bereich, sag ich mal, an die Hand nimmt und wirklich das auf der einen Seite ein besseres Kauferlebnis ermöglicht, aber auf der anderen Seite, und das ist wirklich signifikant, den ganzen Prozess transparent und übersehbar zu machen, weil sonst ist es genau, wie du es jetzt schilderst. Vollkommen intransparent, man weiß eigentlich gar nicht, was man so machen muss und hat eigentlich läuft Gefahr, dass man da unten irgendwelche Preisfallen tappt und genau das. Also unsere Software ist nicht nur als, sag ich mal, neuer USP oder als großer Value für die Firma, also für die Fertighausfirma, für die wir das machen, sondern es geht natürlich auch insbesondere darum, dem Endkunden neue Möglichkeiten zu generieren. Ja, und das ist genau das. Also wir haben im Endeffekt so ein bisschen zwei Kunden in Anführungsstrichen. Und so ist unsere Software auch aufgebaut. Ja. Ja. Vielleicht so ein kleiner So ein Insight, wie wir unser Projekt planen. Ja, ich bin ja jetzt auch, und da haben wir auch so eine Parallele, so durch und durch digitalisiert, beziehungsweise bin großer Fan von Prozessen, die ich ständig hinterfrage und gegebenenfalls auch die Tools wechsle oder miteinander kombiniere. Und weiß nicht, kennst du Asana als Projektmanagement-Tool? Benutzen wir, ja. Ihr nutzt das, genau. Wir benutzen das auch in unseren Projekten. Also, was habe ich gemacht? Ich habe sämtliche Gewerke trainiert, dass die Asana mit mir benutzen. Also, wir haben im Grunde einen großen Masterplan dort abgebildet und die haben das alle auf ihrem Handy. Und ich habe das als Bedingung gemacht, dass wenn die mit uns arbeiten wollen, dass sie dieses Tool verwenden müssen. Okay. Und das hat natürlich eine Menge also zum einen Transparenz, ne, dass ich wirklich mal so eine Timeline sehe und sage, okay, welche Gewerke sind jetzt gerade parallel im Haus beschäftigt, ja, an was muss ich denn eigentlich denken? Und damit habe ich natürlich schon viele Probleme identifizieren können, schon vorab, ja, bevor sie dann tatsächlich aufgetreten sind. Also das hat uns so ein bisschen das Projekt gerettet, ja. Mhm. Meine Frau, die sich um das ganze Thema Innenarchitektur kümmert, das ja auch studiert hat und so weiter, die war auch super dankbar, dass das dann entkoppelt war, ja, dass der ganze Rohbau entkoppelt war von diesem Interieurdesign am Ende. Aber ja, so haben wir uns versucht zu behelfen und die digitalen Möglichkeiten zu nutzen. Aber es waren natürlich alles, oder es sind natürlich, wie du gesagt hast, alles dezentrale oder alles Insellösungen, alles Silos im Grunde, ja, die wir da nutzen mussten. Ja, also es ist eine Riesenproblematik. Also und das Problem ist, es gibt keine Aussicht momentan auf Besserung. So blöd, wie sich das anhört. Aber ich will noch so ganz grob ein Beispiel. Da wollten wir in der Fertighausfirma einen Termin abstimmen. Und das hat, ich glaube, 4 Mails oder 5 Mails gebraucht, bis man mal einen Termin gefunden hat. Mit diesem ganzen Hin und Her zum Beispiel. Dann in keiner E-Mail war eine Signatur drin. Dann wurde danach noch ein paar Dokumente, sag ich mal, über die Company geshared. Also im Endeffekt, welche Fertighäuser die anbieten. Das war dann zum Beispiel über Google Drive, was nicht DSGVO-konform sind. Das sind alles nur so kleine Sachen.
Aber das läppert sich schlussendlich. Und ich sag mal, ein ganzes Unternehmen umzuziehen auf einen anderen Cloud-Anbieter, auf einen anderen Meeting-Anbieter, ist ein unglaublicher Aufwand. Und viele Fertighausfirmen müssen das fast jährlich machen, weil es einfach keine Lösung gibt, die das einfach einmal abdeckt. Und somit fängt ein Unternehmen auch bei dem Wort Digitalisierung zum Beispiel, das ist überhaupt nicht geliebt, dieses Wort. Einfach genau aus diesem Grund, weil viele zu stark auf die Insellösung und auf starke Spezialisierung gehen, obwohl das eigentlich nicht das ist, was der Endkunde sucht. Und deswegen, super Punkt, den du da nennst. Und das fängt, wie gesagt, das ist nicht zu kompliziert. Es fängt an bei E-Mails schreiben und Daten schicken. Ja. Aber es ist ja genau aus dieser Historie raus. Ja? Also wenn du in eine Hausbaufirma gehst, und ich war ja auch bei einigen und habe auch dort die Gespräche gesucht, lustigerweise, also ohne dass ich da ein konkretes Tool im Kopf hatte, was ich da hätte umsetzen wollen. Aber ich wollte einfach verstehen, warum die so arbeiten und warum sich da eigentlich keiner drum kümmert. Und wenn du da reingehst und sagst, hey, digitale Prozesse, dann sagen die, haben wir schon. Und dann sage ich dir, wo denn? Ja? Na, wir schreiben doch E-Mails. Ja, wir haben gestern noch gefaxt. heute schreiben wir E-Mails. Oder worauf die total stolz sind, auch wieder nicht datenschutzkonform, ist das ganze Thema WhatsApp. Ja, also da werden teilweise WhatsApp-Gruppen gegründet. Es ist halt immer nur die Betrachtung aus der eigenen Perspektive. Ja, aber wenn ich mir eure Lösung vorstelle, ja, und vorstelle, wie effizient die Gewerke die bauliche Umsetzung machen könnten am Ende, ja, dann können die 3-4 Aufträge mehr annehmen. Und die haben ja sowieso schon ein Problem der Skalierung. Ja, die haben ja sowieso ein Fachkräfteproblem. Also auch aus dieser Perspektive ist es eine Win-Win-Win-Situation. Also für den Haushersteller, für die Gewerke, die dann das Finishing machen, ja, und für die Endkunden natürlich. Auf jeden Fall. Also besonders auch dieses ganze E-Learning-Thema, also dieses Anlernen, ist ein super wichtiges Thema. Deswegen haben wir bei uns zum Beispiel in der Multitenant-Lösung, also so ein ganz klassisches Webpanel, loggst dich einfach ein. Und da gibt es dann nur eine Seite oder einen Bereich mit einem wirklichen E-Learning-Tool. Also da werden hochqualitative Videos gemacht und auch Kurse, um wirklich, unsere Software ist sehr simpel, aber halt aus unserer Sicht. Und wir lieben alle Digitalisierung und leben auch dort wirklich drin. Aber für jemanden, der gar nicht so sattelfest ist, ist es eine Riesenerleichterung, wenn er sehr, sehr schnell einfach in einem Tool auf einer Seite genau diese Informationen auch nochmal abgelagert hat. Weil sonst muss er wieder, was weiß ich, wir sagen, das ist auf YouTube hochgeladen oder auf irgendeiner Drive. Und dann muss er wieder aus der Software raus und muss sich das anschauen. Ja. Und das ist so eine Sache, die, glaube ich, auch viele Startups momentan falsch machen. Die nutzen unglaublich viele Lösungen, die alle toll sind, aber bündeln nicht die Möglichkeiten. Und schlussendlich kommt es dann halt oftmals auf Schnittstellenprobleme hinaus, beziehungsweise einfach auf keinen harmonischen Workflow. Und das kostet schlussendlich Geld. Und genau das greifen wir auf, ja. Ja, Datenverluste am Ende, ja, Informationsverluste, falsches CRM eingesetzt und du gewinnst halt nur halb so viel neue Kunden beispielsweise. Aber das Problem ist ja, dass das nicht sichtbar ist. Ja? Da ruft dich ja keiner am Ende des Monats an und sagt dir, hey, du hättest 50 neue Kunden gewinnen können, wenn du das richtige Tool eingesetzt hättest. Ja. Und diese Unsichtbarkeit oder diese eigentlich fehlende KPI, das führt halt dazu, dass man sich gar nicht damit beschäftigt. Ja? Hausbaufirmen, ich meine, wie lange haben wir denn schon gute Technologie, mit der das ja umsetzbar wäre? Da musst du kommen und diesen Markt revolutionieren, weißt du? Ja. Komisch. was ich noch gern verstehen wollen würde, ist, seid ihr dann mit der Software ein Betriebssystem für das jeweilige Hausbauunternehmen oder versteht ihr euch als Plattform? Ist es diese Plattformökonomie? 100%. Also ich jetzt mal blöder Vergleich, weil das einfach schon viele kennen. Du hast zum Beispiel Asana angesprochen. Ist vergleichbar damit. Oder Google Workspace benutzen auch sehr viele. Oder allein nur Google, also loggst dich im Browser ein. So funktioniert das im Endeffekt bei uns auch. Du gehst auf eine Webseite, hast einen Login-Bereich und kannst dann dort angefangen bei den, sag ich mal, die Häuser zu verwalten, die Exposés neu zu erstellen. Das wird ja dann mit einer App synchronisiert.
die dann für einen Endkunden zugänglich ist. Und auf der anderen Seite halt diese ganzen Datenanalysen, die im Hintergrund erstellt werden, die Synchronisierung mit dem API und mit dem CRM und so weiter. Genau, also wir sind kein Betriebssystem, sondern wir sind einfach eine ganz klassische Plattformlösung, die auf einer service-dominierten Architektur aufgebaut ist. Das heißt im Endeffekt, uns ist das Thema Modularität unglaublich wichtig. Wir wollen nicht eine Lösung machen, sondern wir wollen ganz viele kleine Bausteine sozusagen anbieten. Also ein bisschen wie Lego mit einer Grundbauplatte, die wir entwickelt haben. Und die Fertighausfirma kann sich sozusagen die passenden Bausteine dann noch dazu nehmen und schlussendlich ein individuelles Konzept zusammenstecken. Eine kurze Unterbrechung, denn ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht zuerst. Ihr habt mir in den letzten Monaten zahlreiche Nachrichten geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Und ihr habt mich gefragt, wann ich das Digital Leadership Mentoring für Unternehmer und Unternehmerinnen wieder auflege. Und deshalb freue ich mich, dir mitteilen zu können, dass wir ab sofort wieder durchstarten können. Wenn du also Lust hast und daran interessiert bist, ein skalierbares und profitables digitales Business aufzubauen oder du dein Unternehmen für die Digitalisierung fit machen möchtest, dann besuche uns im Netz auf www.genius-alliance.com oder folge dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und nun die schlechte Nachricht. Das Zeitfenster für das Digital Leadership Mentoring wird sich bald wieder schließen. Da ich noch in andere digitale Projekte involviert bin, kann ich nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern im Unternehmer-Mentoring begleiten. Es wäre also jetzt ein guter Zeitpunkt für dich, den Podcast an dieser Stelle kurz zu unterbrechen und ein kostenfreies Vorgespräch zu buchen. Ich freue mich sehr darauf, dich kennenzulernen und wünsche dir nun weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Und jetzt steigern wir mal den Unternehmenswert, Felix. Weil, wenn wir uns das Ganze mal vorstellen, ihr seid eine Plattform, ja, und der Kunde hat ebenfalls Zugang dazu. Also der Kunde kriegt mit und sagt, oh, wow, wenn ich mich auf dieser Plattform bewege und einen Hausbauhersteller mir aussuche, mit dem ihr zusammenarbeitet, und ich erlebe diesen Verkaufsprozess, so wie wir ihn vorhin skizziert haben, ja, also sehr eindrucksvoll und spannend, dann und natürlich auch den Bauprozess selber, ja, bis hin zur Umsetzung, bis ich dann einziehe, ja. Also wenn ich, wenn ich das auf diese Art und Weise erlebe und vielleicht aus dem Bekanntenkreis erfahren habe, wie die das gemacht haben, ja, wie viele Beziehungen da kaputt gegangen sind, ja, weil es einfach, ja, also das hat ja ganz viel mit den, mit dem Paar, mit dem Elternpaar, viele bauen ja auch, weil sie Kinder bekommen oder wollen. Und wenn ich mir dann überlege, dass ihr ja im Grunde dann selektiv vorgehen könnt und sagen kann, also langfristig gesehen, wir können ganz gut mitreden, ja, mit welchem Bau- oder Haushersteller du arbeitest, nämlich mit einem, der bei uns zertifiziert auf der Plattform ist oder auch mit den Gewerken, die damit verbunden sind. Da ist es ja ein Riesenrad, was sich da gerade vor meinem geistigen Auge aufbaut. Ja, ich hoffe es. viel Planung, viel Hypothetisches in der Zukunft. Und um nochmal an den Anfang zurückzukommen, ich sag mal, der wichtigste Punkt ist jetzt für uns wirklich die Pre-Seed abzuschließen. Wir sind jetzt mit der, sag ich mal, Planung fertig, Dokumente stehen, Data Room steht. Und ab nächster Woche, lustigerweise, also ab 2. Maiwoche, führen wir jetzt Gespräche mit VC-Fonds. Wir bauen auf einer Staged Financing Strategie auf, heißt im Endeffekt dieses Jahr kleine Finanzierungsrunde, nächstes Jahr dann eine Skalierungsfinanzierungsrunde und im nächsten Jahr dann nochmal dasselbe. Und das ist der wichtigste Schritt für uns, die Lösung wirklich jetzt fertig zu bekommen, ein Proof of Concept zu erarbeiten, die zwei internationalen Pilote dieses Jahr noch umzusetzen und nächstes Jahr dann auf der einen Seite in weitere Märkte zu expandieren, also Europa, sowie aber auch Amerika und China, Japan. Und auf der anderen Seite die Software weiterzuentwickeln. Das sind viele tolle Möglichkeiten, aber schlussendlich geht es, glaube ich, besonders bei einem Early Stager darum, eine große Vision zu haben, aber auch einen sehr, sehr fokussierten Markt zu beginnen. Und ja, ich hoffe, dass wir das abdecken, dass wir da reinfallen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie lange wir jetzt brauchen für die Finanzierungsrunde. Und das wird im Endeffekt der Kickstarter, also die Möglichkeit dann sein, wirklich loszulegen und diese Branche hoffentlich nachhaltig zu verändern. Ja. Jetzt hoffe ich, und wir werden das diese Woche noch auf Sendung bringen, damit wir vielleicht sogar noch irgendeinen Beitrag leisten können, der euch hilft. Was wünschst du dir für Investoren? Gibt es da Präferenzen oder gibt es da auch Vorstellungen, wo du sagst, hey, vielleicht eine Mischung aus VC und Business Angel oder
Also gibt es da irgendeine Vorstellung, was du suchst, ja, ja. dass wir hier gleich mal einen Aufruf starten können? Also wir targetieren jetzt, sage ich mal, in der ersten Welle VC-Fonds, am besten mit Branchenwissen, also mit PropTech-Contact-Erfahrung. Eigentlich jetzt zuerst mal, sage ich mal, logischerweise Deutschland beziehungsweise im Dachraum. Grundsätzlich suchen wir nach einem Partner, der große Skalierungsambitionen hat. Das heißt, dass auch schon gewisse Beziehungen, beispielsweise in Amerika, sowie auch in China oder Japan etabliert sind. Und auf der anderen Seite, das ist besonders als Early Stager aus meiner Sicht noch mal wichtiger, wir suchen den VC jetzt nicht nur für das Kapital, so blöd wie sich das anhört, aber auch insbesondere für das Knowledge. Wie gesagt, ja. ich habe parallel zur Firmeneintragung des Non-Executive Advisory Board gegründet, um mir selbst erfahrene Personen in die Firma zu holen, die mir einfach in den unterschiedlichsten Bereichen zur Hand gehen können. Ja. Und genau das möchte ich auch bei dem VC fortlaufen lassen, dass es wirklich darum geht, Knowledge Exchange und die Company auch für, auf die nächsten 1-2 Jahre wirklich vorzubereiten und jedes Potenzial nutzen zu können. Ich bin sehr beeindruckt, wie du das machst, wie du das angehst, auch mit einem Beirat zusammen. Und auch wenn man dich so hört, ich meine, du bist 17, ja. Gab es einen Mentor in deinem Leben? Also wo hast du das alles her? Es ist auch wiederum eine sehr gute Frage. Ich habe das unglaubliche Privileg, beziehungsweise man kann es auf jeden Fall unglaubliches Privileg eigentlich, dass ich direkt zu Beginn, also mit dem Modell, mit dem ersten Business, mit 13 meinen ersten Mentor, sag ich mal, an die Seite bekommen hat, den Wolfgang Rohm, selber auch ambitionierter Modellflieger. Und der hat mir sozusagen den Weg in vielen Richtungen das mal geebnet. Also das heißt dann, wie formuliere ich ein Angebot? Oder wie sollte eine Webseite gebaut werden? Also so wirklich basic stuff. Und Wolfgang begleitet mich bis heute und und dann ging es immer wieder auf Mentorensuche. Also ich sag mal, neben dem Beirat und jetzt Wolfgang habe ich noch einige andere Mentoren, die mich in unterschiedlichsten Bereichen einfach beraten und unterstützen, weil unabhängig von dem, wie alt man ist, kann man immer was dazulernen, neue Impressionen gewinnen und das am besten Schön. Auf einer täglichen Basis. Mhm. Und ja, genau deswegen pflege ich besonders so ein Mentorennetzwerk, um einfach täglich, sage ich mal, sich weiterentwickeln zu können, weil besonders was wir jetzt auch abziehen, also die Märkte, die wir erschließen möchten mit unserer Firmenstrategie im Hintergrund, ist dann doch schon recht komplex. Und das als einzelne Person abdecken zu können vom Wissensschatz oder auch mit einem Team von 10 Angestellten wäre nicht möglich. Und das ist, glaube ich, so das Geheimnis. Tolle Mentoren, unglaublich inspirierende Persönlichkeiten einfach an der Seite zu haben, die ihn einfach in den unterschiedlichsten, sag ich mal, Stages unterstützen und beraten können. Ja, ja. Wichtiges Learning. Also ich habe auch eine ganze Menge gelernt heute in unserem Gespräch. Ich würde ganz gerne noch, also vielen Dank dafür, Felix, ich würde gerne noch auf das, was ich am Anfang gesagt habe, eingehen. Ich habe ja gelesen in der Headline, dass du darauf hinarbeitest, Krebs zu heilen. Was sind so deine Gedanken? Was sind so Sachen, die dich da in diese Richtung bewegen? Eine sehr reißerische Headline, ehrlich gesagt. Ja, absolut. Aber interessant auch. Und ich sag mal, ich persönlich finde es sehr, sehr wichtig, kurz-, mittel- und langfristige Ziele zu haben, gewisse Meilensteine im Leben. Und natürlich, das ist, sag ich mal, ein harmonischer Wandel. Also das wird sicherlich nicht so kommen, wie man sich das jetzt gerade ausmalt. Aber seit eigentlich dem, seit 9 oder 10 Jahren verfolge ich eigentlich das Ziel, irgendwann mal in Richtung Medizintechnik zu gehen. Mich hat dann der Bereich Prothesenbau unglaublich fasziniert, besonders für Tiere. Also beispielsweise ein Kater, ich habe selber einen Kater, einer meiner besten Freunde sozusagen. Und Nachtschichten durchmachen. Ihn haben wir aus dem Tierheim hier in der Nähe. Und da war eine Katze, die eine Pfote verloren hat und die deswegen nicht mehr richtig laufen konnte. Und die Prothesen für Tiere sind beispielsweise unglaublich teuer. Und da haben wir dann mit 3D-Druck da irgendwas zusammengebosselt. Hat hinten und vorne nicht funktioniert zu Beginn. Und das Gesicht dieser Katze zu sehen, das ist unbezahlbar gewesen. Also geht nicht anders. Und ich sag mal, das war so ein bisschen der Introduction. Und
Für mich ist das Thema Krebs ist es einer der komplexesten Themen, was glaube ich, oder eine der größten Herausforderungen, was die Menschen seit Jahrhunderten von Jahren versuchen zu lösen. Und ich möchte auch dort meinen Beitrag leisten. Ich sag mal Step by Step natürlich, aber es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten heutzutage, dort etwas zu bewegen. Und ich glaube, besonders in internationalen Kooperationen liegt eine unglaubliche Möglichkeit bzw. eine unglaubliche Kraft. Und Leute, heutzutage sieht man halt noch, dass viele internationale Kooperationen an Bürokratie scheitern. Und wie genau, weiß ich noch nicht. Aber das ist für mich ein langfristiges Ziel. Ich sag mal, neben meiner, in Anführungsstrichen, unternehmerischen Reise, die ich bis jetzt erlebt habe und hoffentlich jetzt auch noch erleben werde, ist mir das Thema Impact super wichtig. Ich habe so, sag ich mal, so drei Pfeiler. Das eine ist, mal stumpf ausgedrückt Krebs heilen, also besonders in Krebsforschung zu gehen. Und die anderen zwei Pfeiler sind einmal Bildung für besonders Kinder und Jugendliche, die einfach nicht das Glück, das Privileg hatten. Das ist ein absolutes Zufallsprodukt, dass ich in Deutschland geboren wurde. Und damit verbinde ich eine hohe Verantwortung. Und auf der anderen Seite, was damit auch verbunden ist, ist eine Ernährung für jeden, eine gute, ausgewogene Ernährung, besonders auch für Kinder und Jugendliche. Und da freut mich, dass ich dieses Jahr hoffentlich schon den ersten Schritt machen kann mit Project Vita, einem Projekt, wo wir zielen, 5 Schulen zu bauen, Afrika und Asien, 4 in Afrika, 1 in Asien, in Kambodscha, mit einer Finanzierungshöhe von 260.000 Euro, mit einer tollen kleinen Stiftung, mit der wir da kooperieren. Und deswegen, ich sag mal, ist es wichtig, langfristige Ambitionen und Ziele zu haben und auf der anderen Seite auch zu versuchen, jetzt schon tolle Projekte hochzuziehen. Und das vielleicht ein bisschen dazu. Mir ist es wichtig, mehr zu geben, als schlussendlich zu nehmen. Und und für mich ist die größte Herausforderung definitiv das Thema Krebsforschung. Und ja, versuche aber jetzt auch schon gewisse Schritte dorthin zu machen. Ja. Stark. Hier spricht Generation Z, sage ich nur. Also sehr, sehr beeindruckend. Danke, Felix, fürs Teilen. Also dieser Podcast ist ja auch ein Aufruf an all diejenigen, die genau vielleicht an diesem Punkt sind, darüber nachdenken oder auch perspektivisch immer mal wieder überlegen und sagen, für was stehe ich denn eigentlich ein? Ja. Und was mich immer wieder begeistert ist, wenn ich Persönlichkeiten so wie dich hier im Podcast-Talk habe, die einfach so diesen Impact suchen. Ja. Und da deine drei Pfeiler, die habe ich mir gleich aufgeschrieben. Also mega, wirklich ganz großartig. Lieber Felix, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ich habe noch so eine Personal Insights-Runde mit dir vor. Das heißt, Okay. Ich stelle dir ein paar Fragen und du versuchst so kurz wie möglich darauf zu antworten. Also total effizienter Prozess. Ui, stellst mir hier aber ziemliche Challenges. Jetzt pass auf. Frage 1. Elevator Pitch, deine Person betreffend. Wer bist du und was macht dich aus in einem Satz? Ja, ich bin Felix Kleris, ein 17-jähriger Gründer, dem es wichtig ist, nachhaltig an der Welt irgendwelche Beiträge zu leisten und einen Impact zu machen. Stark. Was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendeine Eigenart, einen Spleen, den du hast und noch niemandem verraten hast und jetzt hier in diesem Podcast veröffentlichen möchtest? ich würde sagen, Bewältigung mit Workload. Weil ich die Frage immer wieder bekomme, so Motto, ja, wie machst du das eigentlich, wie schaffst du das zeitlich? Und ich ehrlich gesagt komischerweise nie ein Problem mit Zeit hatte, so blöd wie sich das anhört, weil ich irgendwie es gewöhnt bin, halt so viel zu arbeiten. Also das ist hört sich irgendwie so generisch an, aber noch nie ein Problem im Endeffekt gehabt mit fehlender Zeit. Vielleicht so ein Spleen, weil ich einfach liebe, was ich tue und somit es halt nicht als Arbeit ansehe. Ja. Da fällt mir Pater Anselm Grün ein, auch hier schon im Podcast gewesen, der gesagt hat, wenn du sagst, das ist ja ein Glaubenssatz, ja, ich habe keine Zeit, ja, jeder von uns hat 24 Stunden, die Frage ist, was machst du daraus? Ja, 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 ja. Ja. Sehr cool. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? gute Frage. Mitten in der Nacht, Vorbereitung auf das nächste Meeting, irgendwie projektbezogen oder was auch immer, auf irgendeine oder was auch immer, also einfach Arbeit zu machen. Die Frage ist, ob man da vom Aufstehen sprechen kann oder auch vom Aufwachen beziehungsweise wachbleiben ja sprechen sollte.
Okay, da hört man die Nachtschichten raus. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen könntest, egal ob lebendig oder bereits verstorben, wer wäre das und was würdest du diese Person fragen? ich glaube, die Person, die sag ich mal, lebendig ist, wär wahrscheinlich Elon Musk, weil ich seine Biografie unglaublich inspirierend finde und viel über ihn gelesen, finde seine Projekte sehr, sehr inspirierend, seinen Ansatz. Und meine Frage wäre im Endeffekt, wie kann man so unglaublich langfristig denken wie er und trotzdem solche kurzfristigen Erfolge einfahren? Das finde ich persönlich am absolut faszinierendsten eigentlich an seiner Persönlichkeit. Eine sehr smarte Frage. Ja, sehr cool. Ja, vielleicht, ich sehe da sogar Parallelen, ja, also zu dem, was du ja auch tatsächlich selber kannst. Das ist ja das Bemerkenswerte an Elon Musk. Der ist ja nicht irgendwie ein besonderer Manager, sondern der hat das ja alles selber drauf, ja. Und ist ja da auch in der Entwicklung tief drin. Ja. Sehr cool. Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt, wenn es dann mal soweit ist? Ich frage mich immer besser. Nee, ja. Meine Eltern haben mich seit Tag 1 unglaublich unterstützt. Also ich wäre niemals da, wo ich heute bin, ohne die Unterstützung meiner Eltern. Also das ist schon mal vorab. Meine Eltern haben mir da immer freie Wahl gelassen. Ich sag mal, durch meine, sag ich mal, technisch affine Art war es eigentlich immer was im Bereich, was weiß ich, Maschinenbau, Medizintechnik, sowas in dem Bereich. Ich werde jetzt sehr wahrscheinlich Wirtschaft studieren, weil das einfach noch ein bisschen näher ist, mich noch mehr fasziniert und ich schon einige Kurse an der London Business School und London School of Economics gemacht habe. Aber meine Eltern lassen mir da eigentlich freie Hand. Sehr cool. Stell dir vor, lieber Felix, du schreibst ein Buch oder du hast vor, ein Buch zu schreiben. Wir wissen noch nicht genau, was drinsteht, aber wir suchen jetzt schon den Titel für dieses Buch. Okay. Und stell dir vor, der Titel deines Buches wäre die letzte WhatsApp-Nachricht, die du geschrieben hast. Guck mal an deinem Handy nach, wie der Buchtitel deines neuen Buches heißt. Heiliger. Emoji zählt ja nicht, oder? Schwierig. Daumen hoch wäre irgendwie ein bisschen Lash, oder? die letzte Nachricht war ein Beirat und es heißt, service-dominierte Architektur wird bezüglich des Softwareaufbaus eine unglaublich wichtige Rolle spielen. Freue mich darauf, dir mehr darüber zu erzählen. Okay, ist ein langer Buchtitel, aber daraus ließe sich ja was machen. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn es zu diesem Buch kommen sollte, in welcher Form auch immer, bitte unbedingt den Verweis auf unseren Podcast heute hier. Ja, natürlich. Dann sind wir bei der vorletzten Frage. Wer wären drei Persönlichkeiten, die du hier im Genius Alliance Podcast gern mal hören wollen würdest? Wen sollen wir einladen? Von wem können wir was lernen? Darf ich mir jetzt alles aussuchen? Okay, das ist super. Elon Musk hat keine Zeit. Der wurde ja schon mehrfach genannt, aber... aus der Jungunternehmerschiene Davis Zöllner, kann ich auch Kontakt herstellen. Unglaublich, also für mich auch eine große Inspiration. Ist ein Jahr älter als ich oder zwei, ist 19 jetzt. Unglaubliche Roadmap auch aufgebaut. Die sitzen in Hamburg mit ihrer Company. Wen noch? Ich weiß nicht, ob er es will, aber Robert Joost. War einer der, sag ich mal, engsten oder ist jetzt ein wirklich enger Mentor von mir, sitzt auch im Beirat, unterstützt mich unglaublich. Ich habe sehr, sehr viel gelernt von ihm, bis schon in den letzten, was weiß ich, 4 Monaten über strategische Planung. Super interessant. Wen noch? Vielleicht die, das ist auch gut, die Elisabeth Neumann von dem Hessischen Gründerpreis. Im Endeffekt, wie man einen Gründerpreis nicht als alleinige, sag ich mal, Auszeichnung baut, sondern als wirkliches Ökosystem aufbaut und Gründer nachhaltig damit hilft. Das wären die drei Gäste, die ich sehr interessant fände. Stark. Da komme ich nochmal auf dich zu. Ne? Ich brauche ein Intro. Ja. Geh mal hin. Felix, es war mir ein inneres Blumenpflücken, sage ich immer, wenn es mir besonders gut gefallen hat und
Es war ein Thema heute, gerade so das ganze Thema Prozesse, digitale Prozesse, auch das ganze Thema Bau oder auch Immobilien, was sehr nah an mir dran ist, an meinen Schmerzpunkten, die ich die momentan habe, wie schon gesagt. Ich würde gern dir das Schlusswort überlassen mit der Frage, wenn es eine Sache gäbe, die du auf der Welt ändern könntest, was wäre das? Momentan wahrscheinlich der Welthunger. Es ist einfach schrecklich. Und ich möchte auch einen kleinen Beitrag auch dazu leisten, dass es besser wird. Und ich glaube, wenn sich mehr Menschen dafür einsetzen würden, könnte man ja das nachhaltig verändern. Das wäre, glaube ich, eine wichtige Pointe. Ja, schön. Das lassen wir genauso stehen. Vielen Dank, Felix. Ja, mich sehr gefreut. Danke für die Einladung.